Jetzt wird's feierlich in der Radwelt, denn wir präsentieren euch das große Testen der Besten. Egal ob für den Einkaufsbummel in die City, für die Fahrt ins Grüne oder aber auch für steile Trails, denn wir haben für jeden Einsatz das passende Bike. Testen bedeutet vor allem, unsere Modell-Highlights selbst zu erleben. Vom 7.4. bis 9.4. sind unsere Premium-Hersteller Gazelle und KTM vor Ort für euch. Gazelle reist klassisch mit dem Wohnwagen an und KTM kommt mit dem großen Showtruck vorbei. Zusätzlich haben wir unseren Ergonomie-Spezialisten Ergon für euch zu Gast. Ebenfalls vor Ort ist unser Outdoor-Spezialist VD. VD ist ein Hersteller, der super praktische und vor allem auch nachhaltige und klimaneutrale Fahrradbekleidung herstellt. Passend zu unserer Aktion Testen der Besten haben wir natürlich auch wieder die 5 Produkt-Highlights für euch und fangen wir am besten direkt mit dem ersten an, und zwar ist das das KTM Powersport 11. Verbaut haben wir hier einen leistungsstarken 85 Newtonmeter Motor von Bosch, und zwar der Performance Line CX Antrieb Generation 4. Wir haben einen 500 Wattstunden Akku integriert im Rahmen, den ich auch herausnehmen kann zum Laden. Dazu natürlich dann auch ein Bosch Intuvia Display. Für die Sportlichkeit definitiv auch ein sehr sportlicher Lenkervorbau, sprich eine aktive, sehr sportliche Sitzhaltung. Wir haben ergonomische Handgriffe von der Firma Ergon mit Barend dran und vor allem noch passend zum Antrieb eine 11-fach Diogo-Schaltung von Shimano. Als nächstes haben wir dann unser Gazelle-Modell, und zwar das Arroyo C7 Plus HMB. Hier haben wir von Bosch den Bosch Active Line Plus Motor mit 50 Newtonmeter. Wir haben einen Gepäckträger-Akku mit 500 Wattstunden, den ich sowohl im Rad laden kann, als auch herausnehmen kann. Und das Ganze ist super einfach schnell gemacht und schön versteckt vor allem unter dem Gepäckträger. Trotzdem kann ich immer noch hier auch noch Packtaschen oder Ähnliches anbringen. Dazu, dann natürlich halt klassisch Gazelle, ist natürlich der komplett geschlossene Kettenkasten. Hier kommt kein Dreck, kein Schmutz, kein Regen an die Kette. Klassisch holländisch natürlich, klar, der Mantelschoner darf natürlich nicht fehlen. Dann haben wir natürlich den großen Vorteil mit dem Gazelle Switch Vorbau, dass ich ohne großes Werkzeug den Lenker meiner Fahrposition anpassen kann und brauche dafür einfach überhaupt kein Werkzeug. Dann, was auch noch zu erwähnen ist, ist definitiv das fest verbaute Rahmenschloss von der Firma AXA, was auch hier gleich schließend wäre, vor allem mit dem Akkuschlüssel oder mit dem Akkuschloss vor allem. Sprich, ihr habt einen Schlüssel, um das Rad abzuschließen, und den gleichen Schlüssel könnt ihr nutzen, um dementsprechend den Akku rauszunehmen. Dann was ganz Neues für euch, und zwar haben wir eine neue Marke mit im Sortiment, und zwar ist das die Marke Vinora. In der Aktion ist das Vinora Tria N8 Eco. Verbaut haben wir hier von Bosch die aktuelle Technik mit 50 Newtonmeter, sprich der Bosch Active Line Plus Motor. Wir haben 400 Wattstunden Akku im Rahmen integriert, der trotzdem herausnehmbar ist. Dazu das Bosch Purion Display, was an der linken Seite montiert ist, wo ich hier sehr schnell und einfach die verschiedenen Unterstützungsstufen wählen kann. Wir haben natürlich einen verstellbaren Lenkervorbau montiert, dass ich meine Sitzposition generell etwas komfortabler habe, sprich nicht zu sportlich habe. Und dazu natürlich auch passend vom Antrieb her haben wir dann hier eine 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano. Dann für alle Trailbegeisterten haben wir dann von Bulls das LTCX 27,5 oder aber auch 29 Zoll. Auch hier Bosch Performance Line CX Technik drin mit 85 Newtonmeter, sprich der leistungsstärkste Motor, den Bosch aktuell am Markt hat. Hier hast du den großen Vorteil, dass die Trails oder auch generell die Aufstiege für dich kein Hindernis mehr sind. Wir haben einen aufgesetzten Akku von Bosch, sowohl mit 400 Wattstunden als auch mit 500 Wattstunden. Hast natürlich den großen Vorteil, dass du den Akku hier sehr schnell und leicht entnehmen kannst. Aufgrund der Sportlichkeit haben wir dann definitiv das Bosch Purion Display, ein kleines puristisches Display, was an der linken Seite ist, um halt optimal die Unterstützungsstufen zu wählen. Klar, in puncto Sicherheit haben wir dann die hydraulischen Scheibenbremsen, dass ich hier vor allem sicher und schnell zum Stehen komme auf den Trails. Mountainbike-Bereifung mit drauf, und wir haben dann hier von Shimano die 9-Gang Allevio-Schaltung montiert. Zu guter Letzt haben wir dann von KTM das Maranello 11 Lite. Warum Lite? Einfach aus dem Grunde, weil das Rad einfach vom Gewicht her super leicht ist. Wir haben hier eine sehr leicht laufende Damenschaltung, und zwar ist das die Alfine 11-Gang. Dann ein besonderes Highlight ist definitiv, dass wir hier keine Kette mehr haben, sondern einen Riemenantrieb. Auch hier der große Vorteil, weniger Wartung, ich muss es nicht fetten, nicht schmieren, nicht ölen, und natürlich eine deutlich längere Haltbarkeit. Von den Griffen haben wir ergonomische Handgriffe mit Barend dran, dass ich meine Sitzposition auch mal verändern kann. Wir haben eine Luftfedergabel verbaut, dazu eine sehr helle LED-Beleuchtung. Dann für den Alltag einen Systemgepäckträger von der Firma iRack, um auch hier dementsprechend Taschen oder auch Köpfe mit einem Handgriff zu montieren oder auch den zu montieren. Das waren 5 Modelle aus unserer Aktion. Kommt gerne vorbei und testet unsere Räder auf unserer Outdoor-Teststrecke.